Es ist das Spiel der Spiele, das Pokalfinale RWE gegen den WSV. Und ihr seht, über 5000 Wuppertaler sind heute mit dabei. Und es gibt eine faustdicke Überraschung so kurz vor dem Spiel. Carsten, ich habe dich nicht ganz richtig verstanden, aber ich glaube, du meinst die faustdicke Überraschung heute. Manuel Bölzler ist das erste Mal in dieser Saison mit im Kader, heute direkt beim ganz wichtigen Spiel. Heute gegen RWE. Es ist ein Spiel, auf das wir lange hingefiebert haben. Heute ist endlich der große Tag und hier sind die Highlights bei WSV TV. Yeah.
Gaetano Manno, WSV-Kapitän, 0:3 am Ende vor über 17.000 Zuschauern. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung so kurz nach dem Spiel? Ja, Enttäuschung ist da, ist klar. Aber wir haben uns vorher gesagt, dass wir eine geile Saison bis jetzt gespielt haben, dass das jetzt heute ein Bonusspiel war. Wir haben alles reingeschmissen, das haben wir versucht. Da gehört auch ein bisschen Glück zu. Wir hatten die Riesenchance zum 1-0 mit Ercan. Wenn bei so einem Spiel muss auch ein bisschen Glück haben. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite heute. Und wir können aber trotzdem stolz sein auf diese Mannschaft, was wir geleistet haben. Einen großen Dank an die Fans, was sie heute geleistet haben. Und nach dem Spiel, nach der Niederlage uns so zu unterstützen, ist einfach eine geile Saison. Jetzt werden wir erstmal den Abend genießen, auch wenn die Enttäuschung groß ist. Gaetano, vielen Dank. Danke auch. Peter Schmetz, es war eine grandiose Saison bisher. Der Aufstieg ist fix heute. Gaetano hat gesagt, ein Bonusspiel. Aber habt ihr euch mehr erhofft als das 0:3? Oder was habt ihr euch erhofft? Hätte man es vielleicht anders gestalten können? Ja, klar. Also wir fahren ja nicht hierhin, um uns geschlagen zu geben. Also wir haben uns schon erhofft, dass wir hier auch gewinnen können. Und man hat auch gesehen, wenn wir das Quäntchen Glück gehabt hätten, hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Gut, heute hatten wir das Quäntchen Glück nicht. Die wichtigste Meisterschaft haben wir schon, das ist die Oberligameisterschaft. In dem Sinne war das halt ein Bonusspiel, wir hätten es schon gerne mitgenommen, aber heute ist es mal nicht für uns gelaufen und das gehört auch dazu im Fußball und die Mannschaft wird wieder aufstehen und nächstes Jahr dann angreifen. Wir hatten ja zwei Riesengelegenheiten, erste Halbzeit Ercan, zweite Halbzeit Jonas Schneider, Pfostentreffer. War das trotzdem insgesamt eine gute Werbung für Wuppertal und für den Wuppertaler Sportverein? Ja, ich denke auf jeden Fall, auch wie sich unsere Fans hier verhalten haben, wie die uns nach vorne gepeitscht haben, selbst bei 3-0, selbst nach dem Spiel. Also bessere Werbung gibt es nicht. Sie haben sich hier tadellos benommen, wenn man immer hört, hier irgendwie Risikofans und den ganzen Quatsch. Wenn man dann heute mal da hinguckt, dann, also ich glaube, besser geht's nicht und da kann der WSV auch stolz drauf sein. Also Hut ab vor diesen Fans, Hut ab auch vor dieser Mannschaft. War trotzdem eine geile Saison. Danke, Peter Schmetz. Bitte. Manuel Bölzler heute von Beginn an dabei. Wie überraschend war diese Maßnahme vor dem Spiel? Wir haben gestern mein Trikot noch beflockt, also so überraschend war es. Warum habt ihr euch dazu entschieden, dass du heute von Beginn an aufläufst? Ja, dadurch, dass sich ein Erfahrener mit Gatta noch im Training verletzt hat, haben wir überlegt, gerade bei so einem Spiel mit vielen Jungen hier aufzulaufen. Und dann hat Erfahrung noch im Mittelfeld gefehlt und haben wir gesagt, dann machen wir es. Wir hatten Riesenchancen, unter anderem Ercan, Jonas Schneider, Pfostentreffer. Es war insgesamt eine gute Werbung, Wuppertaler Publikum super, die Mannschaft hat eine grandiose Saison gespielt. Überwiegt jetzt die Enttäuschung oder macht es dich einfach nur stolz, was der WSV dieses Jahr geschafft hat? Also mich macht es stolz, wenn man das sieht, was hier passiert ist heute, mit so vielen Fans hierher zu fahren, so eine Stimmung, so nah am Spiel gefeiert zu werden, nach einem 3-0, nach einer Niederlage. Aber trotzdem, heute ist die Enttäuschung da und ab morgen gucken wir wieder nach vorne. Manu, vielen Dank. Danke.